Ich bin ja nun ein Kind der deutschen Trennung gewesen, bin 1951 geboren, ich kannte nichts anderes. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin wie fast alle hier sehr überrascht worden, wie plötzlich dann alles passierte. Wir hatten ja in den Nachrichten immer gesehen, die Demonstrationen in der ehemaligen DDR, die Montagsdemonstrationen, und man fragte sich immer, was wird da passieren, wie lange geht das gut? Und dann kam ja an dem besagten Tag abends in den Nachrichten, wenn ich mich recht entsinne, die Meldung, die Mauer ist offen. Und ich konnte das eigentlich gar nicht für wahre Münze nehmen, bis dann also in den Spätnachrichten, oder es lief ja dann, glaube ich, den ganzen Abend Live-Übertragung aus Berlin, Am 9. November. am 9. November, dann also man sah, wie die Leute über die Mauer kletterten, und es war im Prinzip so das Zeichen dafür, die DDR ist in Auflösung. Das war so für mich das, was ich daraus geschlossen habe. Und hier vor Ort kam das ja ein, zwei Tage später an. Wir hatten damals unsere Kanzlei noch am Sande, und das war ja damals der zentrale Platz, der auch dem Verkehr noch zugänglich war. Und auf einmal war der ganze Platz voller Trabis, voller Wartburgs. Es roch auch entsprechend, es waren ja ungewohnte Gerüche, die kannten wir ja nicht mehr, dieses Zweitaktgemisch. Und es kamen ganz viele Leute, denen man ansah, sie waren nicht von hier. Das muss man ja sagen. Es hatten sich ja wirklich zwei Parallelgesellschaften entwickelt. Sowohl in der inneren Einstellung zu vielen Dingen als auch so im ganzen Habitus. Das war ja erkennbar. Und ich habe da also relativ viele Begegnungen mit Leuten gehabt, die Fragen gestellt haben: Wo gibt es denn hier was zu essen? Wo kann man was kaufen? Wie geht es euch hier? Und man war also absolut positiv gestimmt. Und ich glaube, galt für alle Bürger, die hier gewohnt haben. Man war also überrascht und auch überwältigt. Und das war also. Es war so eine Art Verbrüderungssituation, und man sagte, endlich können wir miteinander reden. Das war also doch eindeutig festzustellen. Also ich denke mal, das war so für mich eigentlich auch die einschneidendste Erfahrung, was es bewirken kann, wenn man auf einmal Grenzen einreißt. Schon erwähnt eben, Sie sind auch in die DDR gereist oder durch die Ja, DDR. auch teilweise in die DDR, weil ich noch Verwandte in Leipzig hatte. Das war immer ein furchtbarer Umstand mit all dem Papierkram, den man erfüllen musste. Dann gab es den Zwangsumtausch. Man musste also in Ostmark umtauschen, und man wusste gar nicht, wo man mit dem Geld hin sollte. Das war ja das Problem. Man konnte ja de facto nichts kaufen. Wir erfuhren dann auch von unseren Verwandten, wo wir da untergekommen waren, dass es dann also auch immer eine Meldung gab an irgendjemanden, der dafür den Block zuständig war, dass nun der Westbesuch da war. Man fühlte sich also permanent unter Kontrolle. Welche Haltung hatten Ihre Verwandten da? Wollten die vielleicht auch ausreisen oder weg aus der DDR? Also bezogen auf 89 kann ich nichts mehr sagen, da waren die schon verstorben. Das waren also Onkel und Tanten von mir. Mit deren Kindern habe ich eigentlich keinen Kontakt gehabt, weil denen war es untersagt, mit uns Kontakt zu haben. Ich weiß noch, der eine Sohn meines Onkels, der war im DDR-Sport tätig, der war irgendwie Trainer der Damen-Nationalmannschaft im Handball. Der durfte mit uns überhaupt keinen Kontakt haben, weil das hätte ja vielleicht Probleme geben können. Deswegen, die habe ich auch nie kennengelernt, hat sich hinterher auch nie ergeben, weil ich sage mal, so ein verwandtschaftliches Verhältnis ist da ja nie gewachsen. Das war so schon ein Problem der Trennung. Also da ist die Familie in den Grundstrukturen schon deutlich auseinandergerissen gewesen. Gab es für Sie persönliche Veränderungen durch den Mauerfall jetzt in Ihrer Familie hier in Lüneburg? Also in der Familie selbst nicht, weil bei mir in der engeren Familie hatte eigentlich keiner noch größere Ostkontakte. Bei mir ist die Veränderung im Wesentlichen im beruflichen Bereich passiert. Das muss man also ganz klar sagen. Ich bin selbst Anfang 1990, meine ich, im Januar oder Februar zum ersten Mal in den Osten dann so wieder rübergefahren. Bin dann nach Schwerin gefahren mit meiner Frau und war also doch entsetzt, weil das sah so schlimm aus. Also für jemanden, der gewohnt war, alles hat so seine Ordnung, alles muss so in Ordnung sein. Und dann kamen sie in diese Stadt, wo also alle Mauern, jeder Putz zerbröckelt war, alle Fenster schief hingen, es war alles marode. Sie kamen in Häuser rein, da tropfte das Wasser bei Regen durch die Decke in die dritte Etage runter. Die ganze Straße stank nach diesem Zweitaktsprit oder nach Braunkohle, mit der geheizt wurde. Das waren schon Erlebnisse. Also wir sind aus Schwerin dann nach 4 Stunden wieder weggefahren, weil ich gesagt habe, ich kriege hier keine Luft mehr. Und das waren schon so die Erlebnisse, wo ich gesagt habe, da muss doch was passieren. Ich selbst bin dann beruflich ab Ende 90, Anfang 91 relativ häufig in die DDR rübergefahren. Ganz einfach, weil wir dann mit den berühmten Westinvestoren unterwegs waren.
Deswegen habe ich dann relativ viel Einblick auch in die damaligen Strukturen bekommen. Bin also in Kombinaten gewesen, ich bin in LPGs gewesen und habe dann festgestellt, der Sozialismus als solcher war offenbar auch sehr vordergründig. Es gab da schon eine ganz strenge Hierarchie nach meiner Einschätzung. Da gab es dann die ehemaligen Kombinatsleiter, die immer noch Kombinatsleiter waren. Sie hießen jetzt bloß Geschäftsführer. Es gab also den Fahrer, der nur den Wartburg oder den Polski Fiat des Kombinatsleiters fuhr, ansonsten nichts tat. Für den gab es dann auch noch den Wagenwäscher, der hatte nichts anderes zu tun. Das war ja halt die Vollbeschäftigung nach DDR-Modell. Und das war ja auch das Kernproblem, was sich dann rausstellte. Einen Betrieb so fortzuführen, wie er davor gefunden wurde, war überhaupt nicht möglich. Weil da ging es ja nicht darum, Gewinn zu erwirtschaften, sondern zum einen die Leute in Arbeit zu halten und irgendetwas zu produzieren, was man zu Geld machen konnte, egal zu welchen Kosten. Ja. Und das war letztendlich dann auch, sage ich mal, dieser Kulturschock, der über die Wirtschaft gekommen ist. Als dann also noch Herr Kohl sich hinstellte und sagte, er werde blühende Landschaften schaffen, hat er ja Erwartungen geweckt, die er nie erfüllen konnte. Das ging nicht. Also es reichte ja nicht, dann Straßen zu bauen und Telefonnetze zu legen und sonst was. War ja alles letztendlich Investitionen, von denen die Wirtschaft im Westen profitiert hat. Machen wir uns ja nichts vor. Natürlich wurden da Mitarbeiter beschäftigt aus dem Osten, alles gut. Aber das Geld floss in den Westen ab. Ist das berechtigt, diese Haltung zu sagen, Mensch, man hat uns da über den Tisch gezogen? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist einfach das Unverständnis für eine andere Wirtschaftskultur. Das Verständnis konnte aber gar nicht da sein, weil die hat man ja nicht gekannt. Sondern für den DDR-Bürger im eigentlichen Sinne war sein Betrieb etwas, das war seine zweite Heimat. Da war er anwesend, da hatte er zu arbeiten und dafür hat er Geld bekommen. Und niemand hat gefragt, ob es denn alles so sinnvoll war. Und deswegen denke ich mal, subjektiv mag das so empfunden werden. Objektiv sehe ich das nicht so. Das Problem, was ich einfach sehe, ist, dass man aus meiner Sicht darin versagt hat, neue Strukturen so zu schaffen, dass dort auch etwas Neues produziert wird. Ich sag mal, die innere Überarbeitung dieser Strukturen, die hat man vernachlässigt und hat gemeint, mit Geld kann man alles regeln. Ich denke mal, der ehemalige DDR-Bürger hat gedacht, wenn einer sagt, hier kommen blühende Landschaften hin, dann brauche ich gar nicht viel zu tun, das kommt alles von selbst. Weil das war ja die Systematik, die man kannte. Und die Erkenntnis, dass man selbst dazu eine ganze Menge beitragen muss und man selber, sage ich mal, die Saat legen muss, damit irgendwas blüht, diese Erkenntnis ist bei vielen nicht gewachsen. Das merken Sie auch heute noch, wenn Sie also mit älteren Menschen in der ehemaligen DDR reden, aus dem Gebiet der ehemaligen DDR, dann ist da ganz viel Unverständnis. Weil da kommt dann immer wieder, wir haben doch hier alles aufgebaut, ihr habt alles kaputt gemacht. Bei den jüngeren Leuten sieht das deutlich anders aus. Wir haben ja hier auch eine ganze Menge Mitarbeiterinnen, die aus der ehemaligen DDR kommen, gebürtig. Und da ist also, denke ich mal, dieses Thema schon lange vorbei. Also auch eine Generationenfrage. Das ist eine Generationenfrage, eindeutig. Welche Hoffnungen, welche Erwartungen waren im Blick auf Europa da? Und sind die erfüllt? Oder gibt es da Enttäuschung? Also die erste Erwartung, die mich persönlich betraf, war, jetzt ist die Kriegsgefahr vorbei. Und man braucht ja hier nur 20 Kilometer weiterfahren. Da standen wir dann an der Grenze und sahen drüben die Fopos mit der MP auf dem Rücken patrouillieren oder die auf der Elbe die kleinen Boote schippern. Das war ja latent da. Und hier in Lüneburg war ja auch dann von der anderen Seite auch eine große Garnison. Also insofern war das ja immer latent da. Und das war so die Erwartung, jetzt hört das endlich auf. Aber ich sag mal, dieses absolute Gefühl, es könnte eigentlich gleich losgehen, das ist weg. Das ist eigentlich etwas, was ich extrem positiv einschätze, weil es befreit ja auch in der Denke. Was man dringend vermeiden muss, und das lehrt, denke ich, ja auch gerade diese Episode unserer Geschichte, ist wieder in die Kleinstaaterei zurückzufallen, wo ich es eben nicht verstehen kann, wenn ich mir also angucke, was dann auf dem Balkan passiert ist, was also auch in anderen Ländern aus Europas passiert, wo man sich versucht, dann wieder zu separieren und wieder neue Machtgrenzen zu ziehen. Das zeigt es eigentlich, dass dieses Bewusstsein da offenbar noch nicht angekommen ist. Mein Wunsch wäre, dass sich unser Land viel stärker in Europa integriert, als es bisher der Fall ist. Man hat im Moment immer den Eindruck, es geht darum, bei den 27 Mitgliedsländern der EU, dass jedes Land am meisten abbekommt von dem, was im großen Topf ist. Das ist jedenfalls der Eindruck, der erweckt wird. Mir wäre es viel wichtiger, dass man endlich dazu käme, die einzelne Landesregion zu dem zurückzustufen, was hier beispielsweise so eine Regionalregierung wie Niedersachsen oder Bayern ist.
quasi also Deutschland zum Bundesland von Europa zu machen und die eigentlichen Entscheidungen zentral zu treffen, auch wenn sie dann mal von einem Franzosen oder Italiener getroffen werden. Das würde mich überhaupt nicht stören. Mir geht es nur darum, dass es vernünftig und in eine richtige Richtung geht. Gibt es da einen Wunsch an einen oder eine EU-Parlamentarierin, die jetzt neu dabei ist? Ja, im Grunde genommen der Wunsch, so wie ich es gesagt habe, setz dich mehr für Europa ein.